Aber es sieht schlecht aus. Sehr schlecht. Verdammt! Chris, hör mir zu. Du musst zwei Geiseln aus einem Unterwasserölfeld retten. Agent Sherry Birkin und Jake Mueller. Er ist Albert Weskers Sohn. Wesker? Chris, er hat Antikörper für das C-Virus. Verstanden. Ich werd's tun. Gut, danke. Leon, warte. Ich muss dir noch etwas sagen. Ada Wong ist tot. Roger. Sherry und Jake brauchen dich. Lass sie nicht im Stich. Ist alles okay? Finden wir die Überlebenden und dann nichts wie weg hier. Echo an HQ, hören Sie mich? HQ an Echo, Bericht. Hey, was zur Hölle machen Sie beide da? Wir müssen evakuieren, los! Wir haben Spuren des C-Virus im Gas festgestellt. Das scheint dasselbe Gas wie in Tall Oaks zu sein. Tachi versinkt im Chaos. Wir versuchen es zu kontrollieren, aber... Wir wollen dort nach Evakuierten suchen. Moment. Wir wollen helfen. So, lang ist es her, dass wir das letzte Mal mit Leon und Helena gespielt haben. Also ich war schon lange ja keine Frau mehr, auch wenn ich so angefangen habe mit diesem Spiel. Also wir sind jetzt hier... Wenn du so weitermachen würdest. So, du bist ja hier schon immer vorgestürmt. Ja, ich möchte ja nicht von der Wolke getroffen werden hier und dann auch noch so mutieren. Ja, das ist richtig. Das Gas hier, die Bombe, der verantwortlich für die Bombe, die hier aufgetroffen ist, war ja... Naja gut, das kann man nicht sagen, dass das Quiz war, sondern sie haben es nicht geschafft, das letzte Mal diese Detonation zu verhindern. Ist okay. Oder, ja. Wie ist das da draußen? Die Kacke ist ganz schön am Dampfen. So, wir müssen uns... hier ist ein Schatz erstmal. Wir müssen uns erstmal befreien und... Ja, dann machen wir doch gleich mal. So ganz einen Plan haben wir jetzt nicht. Erstmal weg von hier und ich denke mal, der Plan ist... Naja. Ja... Aber ich denke, wir sollten ein paar Evakuierte mitnehmen. Also, wir sollten ein paar evakuieren. Und, hä? Ach, das ist der Nebel. Ach. Ja, und die Quote, die meldet sich mal wieder zurück. Und deine Schönheit natürlich auch. Gleich hier am Anfang so ein bisschen sterben. Tja, das habe ich nicht bedacht. Wir haben ja jetzt das ist ja auch eine Bedrohung für uns. Jo. Also, wir müssen schnell sein. Wir dürfen jetzt ja nicht ewig mit Einsammeln verbringen. Jo, das wird hier schnell. Also schnell den Schatz, dann schnell hier das rote Kraut. Das kommt. Sag mir Bescheid, ne, wenn der kommt hier. So. Rote Kraut, ah Mist, das wollte ich eigentlich haben. Kannst du nicht nehmen, oder? Ah, jetzt. So, jetzt müssen wir. Jetzt müssen wir. Kann ich nicht nehmen, nee. Das... Oh. Schnell hoch hier. Wir bräuchten eine Gasmaske, genauso wie die anderen BSAA-Agenten. Schau, dafür hat es immer wieder nicht gereicht für uns. Nee. Es geht ja darum, dass wir jetzt hier schnell abhauen und nicht hier. So. Los, wir helfen denen mal. So, hier am Fahrstuhl helfen. Nee, das macht er selber nicht. Ist gar kein Fahrstuhl. Okay. Ist aber aus wie ein Fahrstuhl. Ja, sah oder? Auch so aus. Ich dachte, wir müssen. Was steht jetzt drauf? Exit. Und dann irgend so ein New Yorkerisches Zeichen. Ja. Immer wieder komme ich auf den Anfang zurück. So lustig ist das gar nicht mehr. Muss sein. Gleich vor der Tür. Los! Was ist denn das New Yorkerische Zeichen? Keine Ahnung. So, hier habe ich eigentlich keine Munitionsknappheit. Und wir sind hier im Kapitel 5, muss man anmerken. Also dem letzten. Ja, und das heißt, diesmal noch hier Leon und danach sind wir diese zwei Charaktere los. Tja. Nein, also... Waren sympathische Charaktere, jetzt nicht so interessant wie die anderen, aber ich glaube, darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Dafür halt seriös, also. Seriös, ja. Die Enden hat sich gar nichts.
nichts mehr zum Schießen. Hättest du erwartet, dass jetzt nochmal eine Bombe hier explodiert und die ganze Stadt hier, die wir eigentlich dachten, schon gerettet zu haben? Naja, also man braucht ja noch irgendwie Material fürs nächste Resident Evil, also von daher irgendwie schon, ja. Los, schnell! Naja, gut, ob da diese Stadt noch eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Komm, mal sehen, irgendeine neue Stadt wird wieder verseucht. Genau, es ist ja auch immer die Rede vom zweiten Raccoon City. Irgendwann ist es schon das 10.000. Raccoon City. Ist mir mal so aufgefallen, auch aus den Filmen nicht und so weiter, wird immer wieder das zweite Raccoon City erwähnt. Oh Mann, und der ist jetzt verschollen. Da drin. Ja. Okay, schnell ins Auto. Okay, festhalten! So, jetzt werden wir hier gefahren. Ja, das ist gut. Kleine Spazierfahrt, vielleicht gibt's noch einen Kaffee. Wo kommt die ganze Asche her? Aber die wird wohl nicht sehr lange von der Rakete gehen. Die Fahrt. Hoffentlich sind wir hier im Auto luftdicht geschützt. Planänderung. Tachi ist Sperrgebiet für Sie. Rückzug. Warten Sie auf weitere Befehle. Was? Aber Echo-Team ist noch da. Sie brauchen uns. Rückzug. Das ist ein Befehl. So. Wir dürfen niemanden mehr verlieren. Wir sollen jetzt hier das Echo-Team zurücklassen. Das ist... Na, die BSAA ist auch auf Verluste eingestellt, muss man sagen. Das war ja auch genauso im Kapitel 1 von Chris, als wir im Gebäude waren, um die zu retten. Haben sie uns auch schon abgeschrieben und einfach die Raketen gestartet, obwohl wir sie noch im Gebäude waren. Wir müssen los. Ja, noch relativ ruhig hier, diese Fahrt. Ja, und vor allem sehr langsam, sehr ungewöhnlich langsam. Ob jetzt hier vielleicht wieder noch so ein bisschen große Horrorelemente durchkommen werden. Ich bin mal gespannt, wie sie den Abschuss gestalten von Leon. Es ist wirklich sehr dunkel. Ich bespiegel gerade schon meinen Bildschirm ganz schön. Nein! Licht! Weg! Stirb! Ha! Wer war das? Ich weiß es nicht. Sicher einer unserer Partner. Über Funk, oder? Ja. Dazu ziemlich epische Musik, also... Es ist nochmal so ein bisschen stimmungsvoll jetzt. Ja. Ja, wir wissen nicht, wie lang das Kapitel 5 sein wird. Ob das jetzt nur der Bosskampf sein wird. Fahren wir jetzt direkt... ja, wohin fahren wir eigentlich? Weiter kann ich Sie nicht bringen. Der Turm ist gleich da vorn. Machen Sie beide weiter. Ich fahre zurück. Mal sehen, was von meinem Team noch übrig ist. Vielen Dank. Passen Sie auf sich auf. Jo, der... hat natürlich da auch kein schönes Schicksal, aber er steht seinem Team zur Seite. Ja, das ist gut. Ja, solchen Situationen Teamgeist zu entwickeln, also zu haben. Tja, die Frage ist, wie viel nützt das dir im Moment? In dieser ganzen Situation. Wir müssen wirklich vorsichtig vor dem Nebel sein. Vielleicht hätten wir ja mal einigen Leichen die Gasmaske entnehmen können oder uns ausleihen können. Hätte uns sicher geholfen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier wieder vom Nebel gleich bedrängt werden. Kann ich mir vorstellen. Mal schauen. Tja, und wer sich recht erinnert, diese Szene hatten wir, glaube ich, schon mal, oder? Genau. Hat mich jetzt auch daran erinnert. So, das heißt, haben wir überhaupt noch ein Ziel? Simmons ist ja eigentlich tot. Wir müssen jetzt erstmal entkommen. Erstmal überleben. Und jetzt dürfen wir die gleiche Szene, die wir am Anfang getrennt spielen mussten, zusammenspielen. Alter? Ida! Ja, das ist... Ada, ich dachte, sie wäre tot. Ja, das dachte ich auch. Ich dachte, ich muss dich wegtragen. Jetzt schießt sie auf uns oder wie? Nee, ich hab noch... Es sind zu viele. Leon, nee, du musst mich nicht wegtragen. Nee, die schießt auf die Zombies. Hä, war es am Anfang nicht andersrum?
Leon, Leon, hören Sie mich. Ist alles okay? Ich lebe. Aber ich fürchte, es wird alles noch schlimmer. Jetzt ist sie wieder gutmütig. Vielleicht kann sie nur Leon und Helena leiden. Oder beziehungsweise nur Leon. Weil sie den kennt. Kann ja sein. Warum und den, lebt und die Frau? Anderen bekämpft sie. Aber das, was sie Chris Team angetan hat, das war aber schon irgendwie nicht verzeihbar. Auf alle Fälle. So. Ah, hier auch. Hast du mal eine Gasmaske für uns? Nicht ganz. Na gut, ist jetzt auch unangebracht. Tja, schön beerdigen kann man jetzt ihn aber nicht in dieser Situation. Die Szenen, die hatten wir. Da, hier haben wir die Grundlagen kennengelernt. Ja, aber ich musste ich dich dann nicht irgendwie tragen, oder? Da musstest du mich tragen, da musstest du erstmal eine Waffe suchen, bevor der Zombie kam, und da kam auch nur ein Zombie. Aber wir sind ja jetzt schon geübt mit Umgang. Im Umgang mit den Zombies. Also von daher können sie, brauchen sie nicht ganz so sparsam zu sein. Ich habe hier ganz viel rotes Kraut, aber kein grünes. Das ist auch. Hier ist grünes. Grünes. Kann ich vielleicht das nochmal kombinieren mit. Ah, das Inventar hier. Lernt das denn hier? Ah, jetzt ist schön wieder der Nachteil von Skype wieder zu hören. Ach ja. Ja, eine schöne Gesprächsqualität. Was war Inventar? Inventar war E. E war Inventar. Ich vergesse es immer wieder. So, einmal rotes Kraut löschen bei mir. Und dann passt die Sache. So, dann kann ich's kombinieren. Und Robin hat mich verlassen. Das gibt's nicht. Das ist ein Robin. Ja, das ist ganz schön böse von mir. Das war die Stelle, erinnerst du dich noch, Dennis, an der du von New York geredet hast. Ah, oh, da kommen so schöne Erinnerungen hoch. Ja, und wir haben doch gerade nochmal die Zombies besiegt. Da ist mir aufgefallen, da waren auch BSAA-Agenten mal wieder mit dabei. Die müssen wir ja auch mit jetzt sind ja aber viele. So viele waren das am Anfang. Nee, habe ich auch nicht erinnert. So, und da war natürlich gleich eine Granate. Habe ich sehr gut gemacht. Ja. Man kann sich auch selbst loben. Ja. Kann man. Muss man. Aber ich mach's trotzdem. So. Lebt er jetzt? Ja, klar, glaubst du. Deine Granate war effektiv. Ich denke schon. Alleine, weil du die geschmissen hast, kann das gar nicht sein. Ich bin sehr davon überzeugt, dass die Granate gut war. Boah. Geht's hier mal richtig hart an? Naja. Mit seinem Messer oder was ist? Nee, mit seiner Axt. So, die habe ich ihm gleich mal weggenommen und die Rübe abgepackt. Ja. Ja, das hast du aber sehr schön gemacht. Ja, ich denke. Ja, ein bisschen Stau. Das erinnert uns wirklich an. An den heutigen Tag. Hannigan, kommen wir hier zum Turm? Ja, gehen Sie einfach geradeaus weiter. Was haben wir heute? Den 4. Juni, oder? Oder den 3. Juni? Ja, genau. Dritter Juni. Gerade die Zeit des Hochwassers. Auch bei uns natürlich. Das Ganze bei uns natürlich besonders schön. Ja, Stadtwand zu. Oh, schön. Ja, und wir nehmen ja gerade während der Schulzeit auf, ist auch. Hat seine Vorteile. Alles genau. So, schöne Szene hier, dann, wo geht's denn hier weiter? So, naja, wir müssen jetzt hier wieder über die Autos, glaube ich. Oder wie das war, oder die Zombies reißen ja gleich die Barrikade ein. Ja, genau. Ja, jetzt. Genau. Mensch, du kannst dich mal gut erinnern, ich weiß ja schon gar nicht mehr. Das war allererste Folge Resident Evil 6. Ja, so fing das Ganze an hier. In einem kleinen in einem Tutorial. Aber das war, glaube ich, noch etwas einfacher als jetzt. Und natürlich das Flugzeug. Weg! Gleich geht's an diese Flucht. Und zwar jetzt, genau. So. Ja, ist natürlich echt wieder die Stärken hier von diesem Resident Evil Teil, dass man hier so viel Action verbaut hat. Das stimmt. Du hast ja vorhin gesagt. Und in der letzten Folge immer wieder dasselbe irgendwie, aber die machen es halt immer wieder anders dasselbe. Ja. Das ist dann gut. ORC haben sie natürlich verkackt. Einsteigen! Ja. Dann waren auch die Effekte ein bisschen billig, muss man sagen. Die Animation und alles.
Da ist dich manchmal kaputt, Killer. Ja. So, schnell zum Helikopter und. Ich glaube, es kommt wieder irgendeine Tastenfolge, oder? Wie war denn das? Für dich erstmal. Ich sehe nur da, wie du dich damit abmühst. Ja, habe ich geschafft. Und du stößt ihn in die Flammen runter. Bist aber auch herzlos zu den Zombies. Ja, es tut mir leid. Manchmal musste ich meinen Hintern retten. Nur manchmal, nicht oft.